Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute sind wir in Minecraft unterwegs und haben hier oben einen Timer, der schon runter tickt. Und wir haben 30 Minuten Zeit, so viele Mineralien wie möglich ranzuholen. Und ich zeige euch mal hier eine kleine Liste und das müssen wir alles holen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich würde erstmal sagen, wir holen uns hier etwas Holz von dieser Hütte oder von diesem Unterstand oder wie auch immer man das nennen möchte. Und bauen das hier erstmal ab. Wir brauchen insgesamt 4 Holz für mein Basic Standard Equipment. Ich habe ein bisschen Crafting geübt. Bedeutet, das sollte ein bisschen schneller gehen. Da wir hier in einem Dorf starten, in einem Tigerdorf, gibt es hier diese Rüstungsständer und wir haben direkt Half Iron, was sehr gut ist. Hier kriegen wir ein Bett. Dann können wir hier erstmal das hier craften. Und danach können wir das hier aufstellen und erstmal eine Spitzhacke machen. So, dann nehmen wir uns jetzt hier 3 Steine mit und dann können wir uns eine Steinspitzhacke machen, was natürlich effizienter ist als eine Holzspitzhacke. Und jetzt fehlt mir ein Stein. Nein, ich komme hier nicht raus, ich muss rundherum laufen. Nee, nee, weg damit. So, gut, jetzt machen wir uns erstmal die Steinspitzhacke und holen etwas Stein. Also ich brauche insgesamt 7 Steine, eine für eine Schaufel, 3 für eine Axt und 2 für ein Schwert. Und ihr seht, ich kann nicht zählen. Aber egal. Wir holen uns jetzt erstmal hier die Sticks und das hier hoch. 1, 2, zack, zack. Schwert und weiter geht's. So, nehmen wir hier ein bisschen Holz mit. Und füllen wir dieses Viech hier, damit wir ein bisschen was zu essen haben. Dann können wir hier die Truhe noch mitnehmen. Ein bisschen Brot, ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Brot. Den Ofen fladern wir auch mal. Und diese Kiste, ein paar Emeraldos und Brot. Hey, Eisengolem, komm her. Ich habe gehört, du bist der Beschützer. Tja, ich bin der Typ, der dich jetzt von oben verhauen wird. Ja. Und tschüss, danke für dein Eisen. So, die Blacksmith-Kiste nehmen wir mit. Ein bisschen Äpfel, was Gesundes und ein Schwert. So, dann können wir erstmal hier ein Schild machen. Und an apple a day keeps the doctor away. Von daher sollten wir diese Challenge mit Gesundheit überleben. Und jetzt können wir noch hier das Bett mitnehmen und unseren Crafting Table. So, weg damit. Und das kommt nach oben. Und hier, aha, Bärenfeld im Haus, man kennt's. Und hier gibt's natürlich auch eins, also fahren wir hier mal durch. Bären, lecker Schmecker. So, einfach schnell mitgenommen und dann würde ich sagen, schauen wir hier mal in die Höhle. Vorher checke ich noch das Dorf durch. Bis gleich. Okay, nichts gefunden, aber dafür Kohle. Und die brauchen wir ja für unsere Mineralienliste. Genauso wie das Eisen und den Smaragd. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter runter in diese Höhle. Und werden dort die restlichen Mineralien hoffentlich finden. Dass wir diese Challenge möglichst schnell abgeschlossen haben. Für Netherquarz müssen wir dann später noch in den Nether. Aber das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Da nehmen wir uns hier erstmal ein bisschen Brennstoff mit, damit wir damit auch eingedeckt sind. Und zack. Gut, dann sind wir hiermit fertig. Jetzt bauen wir noch ein bisschen Stein ab. Und mit diesem erworbenen Stein können wir uns jetzt ein paar Öfen machen. Da unten geht's weiter. Heißt einfach Geronimo einmal drauf und weg mit dir. So, dann nehmen wir uns hier einmal ein Kupfervorkommen mit, das müssen wir dann braten. Dann bekommen wir ein Kupferingot daraus, welches wir dann auch verwenden können. Geht's hier weiter? Nein, da kommen wir schon her. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns eine Tür, weil das schaut sehr nach Unterwasserhöhle aus, welche wir jetzt natürlich erkunden werden. Also, Luft angehalten und runtergetaucht. Okay, scheint aber nichts zu sein, bis auf Kupfer und ein bisschen Kohle an den Wänden. Okay, jetzt eigentlich für mehr Eisen gehofft. Oh, aber das Gravel hier können wir mitnehmen, weil das ist ein weiteres Material auf unserer Liste. Flint. Man könnte jetzt natürlich darüber streiten, ob das Mineral zählt oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe Kristall auch auf der Liste. Beziehungsweise Amethyst, glaube ich, heißt das Item. Hier wird schon dieses lilane Kristall. Und dadurch würde ich schon sagen, dass das auch dazu gehört. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier übers Wasser schwimmen. Heißt, ich würde sagen, wir machen uns erstmal ein schönes Bötchen. Das knallen wir hier hin und dann machen wir uns unsere Nussschale hier. Zack, zack. So, von der Farbe her passt ja auch zum Kontrast einer Nussschale nicht.
gut und lustige Jokes packen. Gut, nach jahrelangem Fahren habe ich jetzt hier diese Unterwasserhöhle gefunden, die recht groß zu scheinen scheint. Und dann nehmen wir erstmal ein bisschen Eisen mit, hätte ich gesagt, oder? So, jedes kleinste Krümelchen Eisen rausgepickt. Hier ist auch noch eins, das nehmen wir auch noch schnell mit. Und, oh, hier geht's weiter. Und mehr Eisen. Gut, damit wären wir auch fertig und jetzt können wir hier... Oh, hier geht's weiter runter. Da ist ein Mineshaft. Okay, ich brenne mal schnell das Eisen durch, damit wir uns eine schöne Rüstung machen können. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Ganze durch ist. Gut, machen wir uns eine Eisenhose, Eisenschuhe, dann einen Eimer dazu und das gebratene Kupferingot nicht vergessen. Und jetzt sind wir hier Full Iron mit einem Eimer und Eisentools, zumindest die wichtigsten, die man für eine Höhlenexpedition braucht. Den Ofen nehmen wir noch mit, die Werkbank und dann geht es auch schon los in den Keller dieses, ja, Weltenkonstrukt würde ich es mal nennen. Hier haben wir eine Truhe mit einem goldenen Apfel und Gold. Oh oh, wir werden angegriffen. Dramatische Musik an. Weg mit euch. Stirb, du Creeper. Kaboom. Und hier deine. Das war knapp. Okay, Brot mitgenommen. Und stirb, Zombie. Weg mit dir. Zack. So, Zombie geklärt. Sehr schön. Dann können wir hier das Gold mitnehmen. Und weiter geht es durch diese Höhle. Das Gold schieben wir mal nach oben, dass wir einen freien Slot haben. Hier gibt es etwas Wasser und ich würde sagen, wir sehen uns bei den wichtigsten Stellen. Gut, hier ist Redstone, das wir natürlich auch auf unserer Agenda haben. Sehr schön. Hier ist Lapis, das wir auch brauchen. Und hier ist eine nächste Truhe mit ein paar Glowberries und sogar einem Nametag. Hier haben wir auch noch einmal ein paar und ein Fire Aspect 2 Buch, nicht schlecht. Gut, hier haben wir wieder nur ein Nametag, Glowberries, also den Usual Stuff. Und wow, da geht's weiter runter. Also machen wir ein Water Emoji. Zack. Sehr schön. Gut, hier unten ist eine Lavaquelle, die mich aber jetzt nicht interessiert. Oh, Dias. Ja. Das ist wichtig, dass wir die haben, weil die sind sehr selten. Das könnt ihr mir glauben. Gut, jetzt bauen wir hier erstmal ein Speedportal. Und ich rede hier gerade im Schnitt nach, weil ich nehme hier einfach immer Lava und schütte die da rein. Und dass es nicht so fad ist und ich wieder eine 10.000ste Timelapse mache, dachte ich mir, ich rede euch einfach mal die Ohren voll. Gut, wie ihr vielleicht seht, mache ich hier einen kleinen Portalfeld sogar. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Part, wenn wir in den Nether gehen. Gut, Ofen wird mitgenommen und dann geht's jetzt ab in den Nether, hätte ich gesagt. Wir machen uns vorher noch Goldschuhe, dass uns die Piglins nicht angreifen, falls wir welche sehen. Und das können wir wegschmeißen. Das kommt dahin, kommt rüber. So, ein bisschen sortieren. Ja, die Kohle können wir auch noch dahin geben. Und dann geht's auch schon los. Also wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 10 Items schon. Und jetzt holen wir uns unser 11. Item. Erstmal hier süße Beeren im Nether essen, man kennt's. Schild in die Offhand und dann schauen wir mal. Ah, da oben ist schon ein Wildschwein. Hoffentlich sind nicht mehr da oben, weil wir müssen jetzt an dieses Quarzvorkommen hier rankommen. Und 1, 2, zack. Und dann können wir das hier abbauen und echt jetzt. Na gut, dann bauen wir halt noch 2 Blöcke ab oder 3. Und stacken uns einfach hier rüber. Nehmen das Vorkommen halt mit und haben damit unseren Quarz. Und das ist jetzt unsere 10. Seite. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit und killen das fette Wildschwein. So, bisschen Mogli-Action. Und zurück in die Oberwelt. Ab ins Portal. So, Schuhe getauscht. Weg mit denen, die brauchen wir nicht mehr. Hui. Gut, jetzt sind wir hier. Oh mein Gott, sind hier viele Zombies. Oh oh. Stirb. Nein.
Wenn ich sterbe, ist alles umsonst, weil ich finde meine Items nie wieder. Oh mein Gott. Okay, erstmal Brot essen, verschnaufen, kleine Brotzeit machen und dann weiter. Oh, da oben sind Dias. Die nehme ich natürlich gern mit, auch wenn ich sie schon habe. Ah, blöde Lava. Schütten wir die Lava erstmal zu, bevor wir die Dias holen. Gut, also ein bisschen mit dem Holz hochstecken, ein bisschen rüber, so. Und jetzt sind die da oben, aber wenn ich die abbaue, verbrennen die. Bedeutet, wir schmeißen einen Wasserheimer drauf. Und hier auch noch, dass sich das nicht ausbreitet. Und dann nehmen wir hier jetzt dieses Diamantenvorkommen mit. Oh, war nur einer. Nein, da ist noch einer. Aha, darum baut man immer die Blöcke rund um die Diamanten immer dumm ab, dass man eben mehr findet. Oh, hier oben sind noch welche. Sehr schön, schaut aber wieder nur nach einem Einer-Vorkommen aus. Aber vielleicht ist es ja wieder so wie beim vorherigen, dass welche drunter versteckt sind. Und da ist noch einer versteckt. Und dahinter ist noch einer versteckt. Und hinter dem sind noch zwei versteckt. Okay, das war's aber dann. Gut, also ein bisschen auf Russian Dolls mäßig, dass man eben hinter einem Tier noch einen Tier hat, beziehungsweise in einer Puppe noch eine Puppe drin hat und so weiter. Ja. Gut, also wir machen uns jetzt erst einmal ein ganzes Set an Dia-Tools, hätte ich gesagt. Nur einen Dia müssen wir leider behalten. Also wir können keine Schaufel machen, weil wir müssen ja nachweisen, dass wir eben den Dia auch wirklich gesammelt haben. Verbrennen wir den Rest. Oh, hier hinten ist ein Spawner und ich habe nur noch 30 Sekunden. Heißt, wenn da jetzt nicht die Amethysten sind, dann haben wir wahrscheinlich keine Amethysten. Netherite kann ich eh so vergessen. Netherite ist viel zu schwierig, da bräuchte man ein 3-Tier-Vorkommen mindestens und dann muss man nochmal 4-mal Ancient Debris finden, aber ein Unbreaking-Buch dafür. Gut, ist hier hinten vielleicht noch eine Geode? Scheint nicht so. 3, 2, 1 und damit vorbei. Danke fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hier die Ausbeutung. Flint, Coal, Smaragde und Lapis, Iron, ein Copper Ingot, ein paar Diamanten, Redstone, Gold und natürlich das Quarz. Danke fürs Zuschauen und damit ciao.